Grüß euch. Das Rohkostforum für alle Rohkostrichtungen, dogmenfrei und auch für Updates, die ich in meinem großen Rohkostbuch einfließen lasse. Ende letzten Jahres habe ich eine neue Software gekauft. Ich möchte euch in dem Video zeigen, wie leicht die Anmeldung ist, was alles darin zu finden ist. Im Forum findet ihr sehr viele Rubriken, auch speziell zur veganen Rohkost oder auch zur omnivoren Rohkost. Es gab im früheren Forum eine Rubrik für Rezepte, nun eine ganz eigene Rezeptrubrik im Forum mit eigener Software darin. Und verschiedene Themenbereiche haben hier verschiedene Rubriken. Das Registrieren und Anmelden geht denkbar einfach und ist sehr anonym. Oben rechts auf Anmelden oder Registrieren klicken und Benutzerkonto erstellen. Nach dem Ausfüllen von E-Mail-Adresse und einem persönlichen Kennwort kommt ein Bestätigungs-E-Mail ins Postfach. Damit wird das E-Mail dann bestätigt. Für die Anmeldung dann den Namen mit Kennwort eingeben und einsteigen. Was gibt es alles zu sehen? Wer registriert und angemeldet ist, sieht einige Rubriken mehr. Zum einen einmal oben Mitglieder, dann das Forum natürlich, dann sieht man, welche Beiträge neu sind, wo ein neuer Beitrag ist, der vielleicht auch nicht durchgelesen worden ist. Es ist auch möglich, einen Forumsbeitrag als PDF zu exportieren. Das ist vor allem dann sehr praktisch, wenn es einen sehr langen Themenstrang gibt. Beim Durchstöbern im Forum ist rechts zu sehen, wenn sehr viele Antworten vorhanden sind. Das Forum existiert ja schon länger und wurde jetzt nur in eine neue Software importiert. Also gibt es auch schon einige Beiträge, die länger sind, und wer möchte, kann sich dies als PDF exportieren und in Ruhe auch ausgedruckt oder eben als PDF durchlesen. Es gibt auch eine Blog-Rubrik. Hier kann jeder, der möchte, einen eigenen Blog über sein eigenes Ernährungsverhalten erstellen. Egal, wo geschrieben wird, ob im Blog oder im Forum, bemühe ich mich sehr, auch zu antworten. Aber auch andere Forumsteilnehmerinnen und Teilnehmer antworten oft sehr gerne und stehen dann auch einmal bei, wenn es um eine Ernährungsumstellung geht. Ganz neu ist auch die Rubrik für die Rezepte. Hier ist eine eigene App im Forum enthalten, mit der die Zutaten je nach Portionsgröße angepasst werden können. Wer möchte, kann hier auch eigene Rezepte eintragen und auch Makronährstoffe eingeben. In diesem Fall gibt es hier auch schon ein paar Antworten. Und hierzu hatte ich auch ein eigenes YouTube-Video erstellt. Dann gibt es noch das Lexikon. Das Lexikon ist sehr nützlich, um sehr häufig vorkommende Begriffe zu erklären. Es gibt hier auch eine Verknüpfungsfunktion. Zum Beispiel, wenn ich hier einen Beitrag suche zu, nehmen wir mal irgendeinen heraus, vielleicht mit dem Advanced Glycation End Products, gibt es eine Kurzinfo und auch einen Direktlink bei AGEs. Also das heißt, im Text kommt man automatisch zum Lexikon-Eintrag. Das eigene Kontrollzentrum ermöglicht individuelle Einstellungen und auch Konversationen. Die Suchfunktion ist natürlich auch hier vorhanden und sehr praktisch. Oben rechts ist Suchbegriff eingeben, wieder das Wort AGEs, einfach als Beispiel, und
wird bei der Suche auch schön hinterlegt, sodass gleich erkennbar ist, wo das Wort gefunden worden ist. Wer einen Beitrag schreiben möchte, hat ganz unten immer auch ein Fenster gleich, in das hineingeschrieben werden kann. Gerne auch einen Rohkostwitz dalassen. Der Grund, warum ich ein Forum betreibe, ist ganz einfach, weil ich gemerkt habe, dass es sehr, sehr viele Plattformen gibt, bei denen es hauptsächlich um Werbung geht. Nun, das ist nichts Verwerfliches. Auch ich habe die Prüfung für Marketing einmal gemacht und da wird natürlich gelehrt, wie man sich verkauft. Das wird sehr viel über Social Medias gemacht, auch über Facebook-Gruppen. Und normalerweise haben fast alle Betreiber auch von vorn ein kaufmännisches Interesse an Produkten, die verkauft werden sollen. Der Hintergrund dieses Forums ist hier ein anderer. Der Hintergrund des Forums ist, möglichst werbefrei, einfach dogmenlos einen Austausch zwischen Rohköstler aller Arten zu ermöglichen. Denn Rohköstlerinnen und Rohköstler sind meistens sehr, sehr individuell, weil sie in ihren individuellen Lebensbedingungen meistens eine sehr individuelle Art ihrer Rohkost praktizieren. Es ist sehr unterschiedlich, was junge Menschen machen, was ältere machen, je nachdem wie die Berufsbedingungen und auch die Familie aussieht. Diese Erfahrungen sind am besten zu teilen, wenn eben niemand im Hintergrund sagt, nein, das muss aber nach diesen oder diesen Dogmen oder nach diesen oder diesem Buch sein. Das Buch, das ich geschrieben habe, das große Rohkostbuch, ist ein Buch, das immer die Erfahrungen aller Richtungen zusammengesammelt hat. Und so möchte ich es auch weiterhalten. Ich freue mich sehr, wenn du mitmachst. Ich bin persönlich auch im Forum als Moderatorin drinnen und schaue auf einen sehr höflichen Umgangston. Und natürlich freue ich mich sehr, wenn du auch mitmachst. Im Infomenü und auch im Text verlinke ich natürlich das Forum. Bis bald, bis in Kürze. Servus!